Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kevin zu den Filmen. Heute gibt es von euch das meistgewünschte Varo-Video. Und zwar gibt es heute Top 5 der besten Varo-Fallen. Und ja, ihr habt euch die Serie so heftig gewünscht mit Varo-Fallen, dass ich mal heute 5 Varo-Fallen ausgesucht habe. Und zwar wollte ich erstmal nochmal etwas thematisieren. Und zwar, es gibt ja in den gesamten Varo-Staffeln nicht so viele Varo-Fallen. Deswegen könnte es sein, dass es einfach sich wiederholt mit anderen Varo-Fallen folgen von irgendwelchen anderen YouTuber. Also bitte hatet nicht so heftig. Es ist wie gesagt trotzdem meine Meinung. Ich habe trotzdem mein eigenes Ranking hier eingebaut mit meinen eigenen Fallen, die ich mir ausgesucht habe. Also fahren wir direkt ja nach dem Intro. So, nun kommen wir zu Platz Nummer 5 und zwar haben wir dann die Falle von Crankcrafter gegen Benny aus Varo 4. Und zwar war das ja so ein besagtes 1 vs 1, doch was Crankcrafter eigentlich eher absichtlich dahin geplext hat und Benny fällt einfach noch rein, anstatt dass sie das Loch einfach dazu bauen. Nö, tun die nicht. Und dadurch ist da Benny reingefallen und ist an Fallschaden dann gestorben. Oh Gott, ich bin tot. So, Platz Nummer 4 haben auch was mit den Buddies zu tun, denn ist es deren Falle gegen Dena im Never. Und dann hat noch Dena ganz knapp überlebt, nur weil Tobi ihn dazu noch gezwungen hat, in einen Cauldron mit Wasser gefüllt reinzugehen. Oh, Alter, ich war schon was los. Ist, also glaube ich, nicht so. Ich sehe nichts. Ja, genau. Dena, nein. Jay, mach den Cauldron, mach den Cauldron, mach den Cauldron! Hier. Mach Wasser rein! Komm, geh rein. Er geht nicht rein. So, auf Platz Nummer 3 haben wir Tims Falle gegen Spark in Varo 2 Finale. Das war für mich die mit einer der coolsten Fallen überhaupt, aber nur auf Platz Nummer 3, weil sie einfach nicht erfolgreich war. So, auf Platz Nummer 2 haben wir Tims Minecraft Falle gegen Zander LP, wo er halt eine Zuckerrohrfalle halt gemacht hat. Das heißt halt so, er hat eine Zuckerrohrfarm unten gehabt, wo halt alle Leute dachten, ey, yo, wir können jetzt rein und das Zuckerrohr stehlen. Aber darauf tritt man dann auf eine Steindruckplatte und dort löst sich ein Pisten so aus, dass man eingeklemmt wird und dann wird der Block von den Beinen halt runtergezogen und dann fällt man halt in ein tiefes 1x1 Loch, aber die Reaktion von Zander könnt ihr ja selber jetzt sehen. Oh nein! So, nun kommen wir auch zu Platz Nummer 1 und das ist die Buddies-Falle gegen Stegi aus Varo 3. Das war für mich die beste Varo-Falle überhaupt, da es einfach komplett unerwartet war. Wie kommt man bitte auf so eine Idee mit einem Ofen und oder einer Kiste, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber trotzdem, wie kommt man einfach auf so eine Idee und dann stirbt noch mein Lieblings-YouTuber Stegi daran, was richtig schade ist. Also Leute, ich würde mich freuen. Ich bin nicht tot. Hä? Oh Gott! Alter, dieser Hurensohn! Er ist nur vom Hauptner! 2,5 Herzen? 1,5 Herzen? Hä? Alter! Man darf am Portal nichts. Es war nicht das Portal, es war nicht eine Chess, in die ich reingeguckt habe. Oh nein. Wenn ihr mal den Video einen Daumen nach oben geben könntet, schreibt mir mal eure Top 5 Varo-Fallen. Bitte in die Videokommentare schreibt mir, welche Top 5 Varo-Episode wollt ihr als nächstes sehen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten, kommen Sie nicht vergessen. Ich bin raus und ciao!